1944. My mission? Kill all high-ranking officers. Find out what Operation Kraken is really all about. Next could change the course of the war. Moin zusammen, weiter geht's mit Sniper Elite 5 und wir spielen natürlich die Kampagne weiter. Immer noch Spionageschule, Mission 3. Und ja, viele Nazis sind hier nicht mehr übrig. Ne? Es sind natürlich noch einige, aber da schon allerhand weggeschossen. Und genau, beim letzten Mal sind wir hier oben in den Norden hoch. Und da habe ich eine Kellertür gefunden und die führt jetzt, ja, wohin die führt, schauen wir mal, ne? Aber ich würde sagen, ich würde mich hier hinten irgendwie rüberschleichen und von da aus dann die Gegner wegsnipern. Hier oben der Balkon wäre natürlich auch nicht verkehrt. Aber ich bin gerade mal neugierig, wo es hier lang geht. Panzerbrechend, Gewehrmunition, sehr geil. Panzerbrechend Pistole, MG42. Teilmantel gegen Panzerbrechend. Unterschall gegen Panzer. Ah, MG42. Panzerbrechend Gewehrmunition voll. Da ging es wieder hoch. Da geht's runter. Nein. Klettern. An der Seite. Ups, sorry. Und hier geht's in den Keller. Sprengsatz und Granaten, ne? Okay. Nee, wir machen mal ganz leise und knacken. Ja, guck. Scharfschütze. Was macht... Macht ein Scharfschütze hier unten? Nein, das ist doof. So. Panzerbrechen, Teilmantel. Enorm effektiv im Einsatz gegen ungepanzerte Infanterie. Normale Munition. Panzerbrechen. Mach mal rein. Der hat einen Helm auf da. Und mitunter ist denen ja einfach nur der Helm von der Birne geflogen. Ist doch Käse hier, oder?
Kommt jetzt der nächste Flieger hier, Geräuschtarnung. Ja, jetzt kommt der Flieger, oder was? Sehr schick. Gut, dann geh mal zurück. Mach mal normale Munition wieder rein. Und dann nimmst du dein... Time to bring the noise. Ja, nein. Sprengfalle Granate. Time to bring the noise. Ja, eigentlich wollte ich ja. Guck mal, da geht's nämlich auch nochmal runter. Was, wo? Was? Was? Infanterie. So, kommen wir nach oben in den Turm. Nein. Das ist doch voll für den Arsch, Mann. Da ist noch einer. Direkt hier unten ist einer. Ich hab den nicht mehr markiert hier unten, ne? Haben wir noch? Ja, hab ihn. Ach, Mann, ey, so viel Hecke davor. Alles sauber. Okay, ja, ne, ist eine echt blöde Position hier, ganz ehrlich. Gucken wir nach unten. Aber ich habe ihn in der Umgebung gekillt, hier mit dem Wasserspeier. Stange haben wir. Suchen. Tragen. Der hört das da hinten, der andere. Nee, das ist blöd. Pass mal auf, ich lasse das MG42 gleich liegen. Ich war ohnehin recht enttäuscht davon. Ich habe ja mal mit so einem Stand MG42 geschossen zum Ende der einen Mission und das hat einfach nur gestreut und nichts getroffen und das war vom Action-Faktor her ganz cool, aber das war es dann auch schon. Finden auch immer wieder Positionen, den ich sie nicht erwischen kann, ne? Scheiße.
Und der hat es noch nicht mal mitgenommen. Bekommen da unten. Da legt sich nieder. Wer bist du denn? Lungentreffer. Körpertreffer. Schade. Schuss gehört. Leiche gefunden. Beine machen Jagd. Ja, ich glaub's zwar nicht, aber dass mich hier drin jetzt irgendwie einer schnappt und verfolgt. Also den Kellergang fand ich jetzt nicht so den Hit. Würde ich dann nochmal wieder zurückschleichen und einen anderen Weg nutzen. Unterschallmaschinenpistole. Ist er. Da ist die Position hier deutlich geiler zum Snipern. Aber auch hier. Doof. Aber hier zurück will ich auch nicht, ne? Was ist überhaupt für ein Ziel? Ausbilder der Spionageschule eliminieren. Good evening, gentlemen. What can I get you? Ah, what indeed. What's everyone drinking? It's my round. I'll get this. Oh. I'll have a beer. Thanks, Malcolm. Fine. And you, Lenny? All right, then. Three of your finest beers, please. God damn it. You've killed us all again, Frank. What? What? Three beers. Three. This three. Not the German three. If an FBI agent spots that, we're done for. Ah. Damn it all. No one's going to pay attention to something that small, are they? Oh, well. I'll just tell my wife not to worry then. Don't worry, honey. Everyone orders. Damn it. You take the lead then. You're so good at this. No.
Okay, ist ja witzig. Glorious Bastards. Mine panzerbrechend gegen Unterschall austauschen. Gewehr Unterschall. Unterschallpistole ist voll. Eine Werkbank. Gewehr Schussvolk-Kit. Anpassen. Lauf. Schnellere Schussfolge. Leicht und gebläut. Weniger Kontrolle. Standard. Verringert Rückstoß. Langsamere Schussfolge. Schnellere Schussfolge. Erhöht vertikalen Rückstoß. Kürzere Zielzeit. Schnellere Schussfolge. Ja, das nehmen wir. Wesentlich größeres Magazin. Längere Zielzeit, verringerte Zielstabilität. 5 Schuss? 20 Schuss hätte ich dann, ne? Wir probieren es einfach mal. Ich kann es ja immer noch wieder zurückbauen. Schnellere Schussfolge, verringert Schaden. Nein. Verringert Geschossfall stark. Oder Griff. Verringert vertikalen Rückstoß. Verringert Schussbildgenauigkeit. Sieht aber aus wie so eine alte Tommy Gun. Ist es ja auch. M1911 angepasst, okay. Ist ja da ein schickes. Verbesserte Zielstabilität, langsame Bewegung. Okay, cool. Unterschall MP. Dann haben wir schon die zweite Werkbank. Erste, zweite. Okay, ich will jetzt auf jeden Fall erstmal den Hinterhof hier irgendwie klären und säubern, bevor ich da in die Ausbilder gehe. Da steht doch noch einer, wollte ich doch gerade gesagt haben. Teil, Unterschall. In die Nase. Was macht der da? Der steht da oben. Okay. Wow. Ja, au ist ein bisschen übertrieben, Karl. Scheiße, abbrechen. I'd better go somewhere else.
Kampf? Nein. Hier gibt's keinen Kampf. Feinde machen Jagd auch nicht. Sieht aus, als wäre das Kreuz hier irgendwie besonders. Oh, da läuft einer. Der findet gleich meine Granate. Hier wird das Krakentreffen mit. Auf 200. Verdammt. Wow, wie bist du denn da? Kann ich hier rüber und runter oder ist das wieder so eine Ecke, wo ich dann gleich nächst ging? Alles sauber. Und dann geht's hier runter. Gefunden. Ist im Haus. Feinde machen Jagd. Kann doch bestimmt hier rüber, ne? Ja. Nein. Doch. Bingo. Moment mal. Dauert nicht mehr lang. Dann kann ich mich aufs Ohr hauen.
Ist da jemand? Ihu. Ja, hier ist jemand. Du kommst jetzt mal bitte. Oh Mann, hoffentlich sieht der das nicht. Der ist weg. Ja, das könnte auch so. Ah, Job ist noch nicht erledigt. Hier soll ich dann später abhauen. Okay. Dachte, ich räume erstmal alles frei. Dabei bin ich ja noch gar nicht fertig. Bände voll. Ja, ich glaube, das war's jetzt hier auch, ne? Schau noch mal rein. Das sind auch Kisten. Ganze Strand ist voll. Der andere wird mich nicht hören. Reichweite ist zu groß. Mann, da spitzt sich doch jemand. Einmal quer in den Körper.
Sehr, sehr cool. So, jetzt haben wir da hinten eigentlich nur noch den einen, ne? Gehen wir mal eine schickere Position hier. Da geht's auch noch runter. Achso, ja, dann nach unten rein, ne? Alles klar. Ja, genau so stehen bleiben. Erste Hilfekasten, ja, sehr schick. So, dann gehen wir mal runter, ja. Na toll, erste Hilfetasche. Mal gucken, vielleicht ist hier noch irgendwas hier drin. Ha! Nachschubtasche, Pistole Standard. Okay, dann mal ab nach oben da zu dem Turm. So, Pistole mit Schalldämpfer. Kann nicht gut sein, dass hier außen noch der ein oder andere patrouilliert, hier auf der Rückseite. Gar nicht mitbekommen haben, dass die ganzen Kumpels weg sind. Hilfekasten voll. Oh, ist ja eigentlich ein schickes Städtchen hier, ne? Könnte man mal Urlaub machen. This will come in very useful. Standard Gewehrmunition, sehr geil. Beigedämpft. Ach, guck. Und fisch. Ah, guck mal. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe da Bewegung gesehen und es sind sogar zwei Helme hier. Zügig unterwegs, Herr Bengel. Shit. Ich
Alles sauber, nur er hier. Wird gleich seinen Kumpel finden. Leiche gefunden. Hallo? Leiche gefunden? Nö, ist ihm egal. Okay, die sind drin irgendwo, ne? Ja, vom Ding her müsste ich jetzt hier eigentlich mal weg. Und dann würde ich sagen, ich mache hier auch eine kleine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Viel Spaß bei der, bis gleich. Und ciao.